Willkommen, Freunde. Heute fangen wir dann nochmal von vorne an. Mit allen DLCs. Alles, was wir haben, kommt rein. Außer so ein paar Kosmetikteile habe ich ja alles. Gut, Karte habe ich mir auch schon ausgesucht. Das ist nämlich die 1219. Wir spielen auf einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad. Groß, reichlich, reichlich. Archipel-Charaktere. Den Leonard haben wir drin. Die hübsche alte Dame. Und natürlich. Den Anarchisten haben wir auch mit dabei. Hier schwer, schwer natürlich die Piraten. Und geringes Einkommen bei mir nicht vergessen. Wer das mitmachen will, würde ich aber jedem eigentlich abraten. Geringes Einkommen und hohe Wolkenkratzerkosten, damit wir da dann wieder ordentlich zu tun haben. Ja, Aufkommen normal, normal, normal. Wir starten mit Flaggschiff, aufgedeckte Karte und dann geht es los. Gut, wie gesagt, die Karte hatte ich mir schon ausgesucht, zumindest die Anfangskarte. Ich weiß also ganz genau, wo ich hin will. Nämlich hier auf meine Lieblingsinsel. Das ist die große. Das Schöne ist, wir haben alle DLCs da. Wir können also hier Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Damit planen, dass wir die Dinger irgendwann wegsetzen. Lebengruben, alles tauschen. Erstmal alles auf normal stellen. Und wer jetzt glaubt, ich fange jetzt hier gleich an, die große Wirtschaft zu bauen. Koordinaten eingezeichnet. Freunde, wir stellen jetzt hier auf langsam und dann wird hier das Quadrat geplant. Jetzt wird's lustig. Wir nehmen das Maximum-Quadrat. Erstmal, was wir kriegen können. Wir würden tatsächlich bis an außen gehen. Das überlege ich mir noch. Erstmal nehmen wir es so. Schauen dann mal, wie weit wir es kriegen. Bis hier würde es rein theoretisch gehen. Passt sogar recht gut. Das ist das Maximum-Quadrat. Den machen wir irgendwann weg. Der steht da drinne. Bisschen ärgerlich, aber kein Problem. Dann kommt die innere Linie. Meine Leute, die hier ewig zugucken, wissen, was jetzt kommt. Hier kommt die Schiene nämlich rein. Deshalb diese Linie. Und jetzt wird's interessant. Das kann jetzt etwas dauern. Fangen wir hier oben an. Eigentlich könnten wir wegen dem das nicht machen. Also nehmen wir... Ne, wir müssen hier oben anfangen. Es geht nicht anders, weil das ist die Endposition. Die können wir nicht verschieben. Hier also nach links oben rein wird die Stadt reingebaut, damit wir dann außen noch ein bisschen mehr Platz haben. Somit ist die Stadt mittiger. Das Problem wird sein, genau zu wissen, wie viele Häuser wir jetzt hier letztendlich reinsetzen. Machen wir eine 4-5er-Variante, glaube ich, wäre besser. 4, 5, 4, glaube ich, ist so erstmal eine Standardprozedur und dann verschieben wir noch. Das wird jetzt ein Heidenaufwand. 4, 5, 4. Das Ganze kopieren wir mal rüber und schauen mal, wie weit wir damit da drüben hinkommen. Da haben wir ordentlich Platz, das ist gut. Wie sieht es hier aus mit 454? Würde rein theoretisch auch passen. Wir dürfen nicht vergessen, er hier muss hier noch mit rein. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Zurzeit wäre es nur so gerade, dann würden wir unten noch einen Verlust haben. Ist aber egal. Wir stellen ihn erstmal so hin. Und so. Wer nicht mitkommt, hat erstmal einfach nur staunen und zugucken. Das wäre jetzt also erstmal unser oberstes Quadrat. Da schauen wir uns jetzt an, ob das so vom Prinzip her passt. Das ist die goldene Mitte. Wieso ist da die goldene Mitte? Weil da Konkurrent hat eine Siedlung. Hier wird ja nicht errichtet. Mehr weitergebaut. Hier steht ja das Kraftwerk. Das heißt, hier wird dann wieder Stadt gebaut. Und somit müssen wir jetzt gucken, dass wir hier eine gerade Zahl hinkriegen. Und da das jetzt zu parallel ist, haben wir nämlich das Problem, dass wir es nicht ganz gerade hinkriegen. Ich versuche es aber.
Wir haben jetzt genau das Problem. Wir brauchen einen mehr. In beide Richtungen brauchen wir einen mehr. Was machen wir? Wir erhöhen um wie viel? Um einen. Ja, theoretisch um einen. Theoretisch um einen. Jetzt gut überlegen. Einen brauchen wir mehr als Zwischendings. Danach ist egal. Das heißt, wir können auch 7 nehmen, müssen das aber bloß ordentlich aufteilen. Es müssen 3 Straßen frei bleiben. Wenn wir also 4-4-3 machen, würde auch gehen. 4-4-3. Ja, wir machen 4-4-3. Und zwar machen wir 4-4-3 so. Sie hören, dass wir hier beim Fußball sind. 4-4-3. Ein Konkurrent 4-4-3. Hat eine Siedlung errichtet. Den machen wir weg. Die Frage ist, ob das nach unten passt. Könnte knapp werden, aber wir haben da noch ein bisschen Lust. 4-4-3. Das wird eng. Mal gucken, ob wir uns da nicht übernommen haben. Zur Not könnten wir noch ein Haus wegnehmen. Wenn uns das zu nervös macht. 4-4-3. Würde hier passen, würde aber auch nahezu die Endposition sein. Und hier wird es garantiert nicht passen, weil es zu klein ist. Ja, das sehe ich, der kommt da oben nicht an. Gut, dann nicht 4-4-3, sondern auch da reduzieren wir und nehmen in der Mitte 2 Vierer, dann sollte es funktionieren. Wie gesagt, wer es nicht versteht, ich muss erstmal selber gucken, nicht dass ich mich hier vertue, dann hat der große Meister nämlich hier versagt. Bringt das nichts. Jetzt du hier hin. Wir können auch mal insetzen, ist vollkommen egal. Es geht eigentlich nur um diese Straße. Diese Straße muss so stehen. Gut, wir hatten einen Verlust. Jetzt haben wir in der Mitte mehr Platz. Gleich muss ich niesen. Ja, perfekt. Nicht ganz, aber fast. Dann bauen wir eben halt nicht mit den Ecken. Dann bauen wir wieder mit den 5er Graden. Und die passen natürlich auch hier drüben hin. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht kriegen wir das noch hin. Dass wir den auf die Außen, auf die Gerade kriegen. Weil hier soll eine Gerade sein. 5. Das können wir schön auslassen. Oh, ist das toll. Hier würde das rein theoretisch auch passen, wenn wir da... Ja, der hätte dann ein Haus weniger, wäre aber nicht so schlimm. Können uns jetzt also aussuchen, ob wir oben die Viererreihe haben mit 5 oder hier 2, 4 und dann 5. Es ist vollkommen egal, weil wir die Mitte ja nochmal komplett umbauen. Es geht jetzt also rein faktisch nur darum, das hier ordentlich parallel zu kriegen. Gut, jetzt müssen wir gucken. Theoretisch 2, das ist super, damit können wir diese Ecke machen und somit kriegen wir nämlich mein standardmäßiges Pyramidenmuster hin. Ja. Ihr seht wieder, was ich vorhab. Hier in der Mitte wird es etwas geradliniger, aber außen soll jetzt immer taka 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 eine rein. Ja. Hier haben wir natürlich jetzt einen mehr. Da überlege ich mir jetzt gerade, wie ich den 6-6 gebaut habe. Gut. Jetzt wird es wiederum amüsant, weil jetzt haben wir die glatten Zahlen drin. Da können wir dann nicht mehr, nämlich nicht mehr viel schummeln. Jetzt müssen wir kleiner bauen, weil es nicht anders geht. Dann ging es also quasi nur um die zweite Reihe.
Ja, ansonsten, wenn wir das jetzt nochmal erhöhen wollen, müssten wir theoretisch das Ganze nochmal anfangen. Dann würde hier das nochmal anders gehen. Ich meine, wir könnten es probieren, aber jetzt hätten wir noch die Gelegenheit dazu. Von der Größe her kommt es hin, das sollte passen. Dann erhöhen wir den nur um einen. Die Frage ist, wie baue ich es dann? Komm, wir machen es. Wir machen es mal. Wir probieren es, wir versuchen es jetzt mal richtig schön zu machen. Das wird richtig schwer. Mit diesen ganzen Winkeln, der theoretisch kann da stehen bleiben. Wir erhöhen ja jetzt nur um eins. Somit geht der nochmal ein weiter nach außen. Bam. Dann kann man das ja, das ist das Schöne an dem System, wir können das hier verschieben, hin und hin bauen, wie wir wollen. Bup, bup, bup. Wir müssen das jetzt nur verteilen, dass wir hier. Guck mal, dann setzen wir noch den Zweier nach außen, dann sieht das doch so aus, als wenn das so soll. Bautz, bautz, bautz. Wir spielen jetzt also mit einer 4666-Variante. Hier machen wir das genauso. 4, 6, 6. Was irgendwo vertan? Alles gut. Ich hab den gerade nicht mitgezählt, die Trottel. Ich schon wieder, wie immer, einen Schritt weiter bin. Gut, damit ist hier mehr Platz. Jetzt könnten wir es theoretisch auch auf die Ecken bauen, weil wir jetzt wieder ein bisschen mehr Platz haben. Dürfte aber nicht so schick aussehen, richtig? Ja, doch, sieht ganz gut aus. Kann ich mir überlegen, ob ich die nach außen oder nach innen setze? Oh, machen wir gleich noch. Gucken wir uns gleich nochmal an. Parallel ist der Schlüssel, da fängt die Stimmung an. Jetzt ändern wir natürlich auch wieder das Muster, ist klar. Weil wir jetzt nicht mehr dieses Pyramidenmuster bauen, also von links klein nach innen groß, sondern jetzt bauen wir mehr zentrumsorientiert. Wer also ja, den Effekt der Stadt am Ende ändern will, muss beim Bauen immer höllisch aufpassen. Wie man sieht, ja, jetzt haben wir Quadrat. Wir schauen mal, ob wir das jetzt hier auch bis zum Ende durchkriegen. Und dann haben wir ihn hier glatt. Sehr schön. Den lassen wir hier außen gerade mal liegen. Irgendwann in 100 Jahren wirst du da wegkommen. Das wird noch Ewigkeiten dauern. Aber dann. Aber dann, aber dann. Da, 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 da. Sehr schön. Zack. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt könnte man die ganze Reihe nochmal bauen. Du gehst bis da. Mehr geht nicht, weil wir da jetzt erstmal die Ecke so stehen lassen müssen, wie sie jetzt steht. Das ist hässlich, aber anders geht es nicht. Gut, und wir haben in der Mitte jetzt einen sehr schönen Platz frei, wie wir ihn haben wollen. Und wenn wir da noch ein bisschen lügeln und prügeln, kann man dann auch noch mal sagen, hey, wir verschieben jetzt diese Innenarchitektur noch ein bisschen. Es geht eher darum, um hier die Straßen glatt zu machen, dass wir dann da ein bisschen besser durchkommen. Ja, hier in der Mitte ist es nicht ganz so wichtig, aber nach außen hin macht das schon Sinn. Und dann bin ich doch eigentlich zufrieden mit dieser Stadt. Mit dieser Bauweise. Oder? Hier könnten wir ja das dann auch machen. Dann würden wir das sogar mit der Ecke hier am besten hinkriegen. Dann sind wir nämlich schon an ihm vorbei. Bob. Bob, Bob, Bob. Na?
Straße hier noch durchziehen. Sehr schön. Nach hier haben wir drei Linien, da haben wir nur zwei. Das heißt, wir haben hier theoretisch noch eine Linie, die wir irgendwie nutzen können, wo wir uns überlegen können, ob wir hier was zwischenbauen, weil dann müssen hier nämlich mehr Häuser hin. Gucken wir mal, wie wir die Mitte letztendlich ausschmücken. Weil das Ganze jetzt kopiert. Wir kopieren jetzt diese ganze Anlage. Und das Tolle ist diesmal, dass das alles so schön parallel ist. Können wir das einfach hier unten ransetzen. Und jetzt müssen wir natürlich beten, dass es passt. Und es passt wirklich exakt genau so rein, wie ich es gerne hätte. Damit ist auch klar, wie weit wir hier nach außen gehen müssen. Nämlich exakt bis hier. Dann kommt hier die Linie rum. Und erst wenn die Infrastruktur steht, dann wird angefangen zu spielen. Vorher geht hier gar nichts. Gut, halt, jetzt habe ich die Außenlinie mit den ganzen Häusern vergessen, ich Trottel. Das meine ich nämlich. Also wird dieses Abteilung hier auch noch stehen. Alles gut, wir kriegen es hin. Vollste Entspannung, klappt schon. Weil der Kollege muss genau hier hin. Sonst passt es nicht. Sonst passt es nicht. Natürlich hängst du genau auf der Bahnschiene. Leck mich. Ja, gut. Dann baut der Papa eben draußen rum. Zack. Den hier reingesetzt. Hopp. Wunderbar. Ich brauche noch die Linie von hier. Toll, jetzt müssen wir das Ganze noch zweimal machen. Einmal na, mit viel Liebe. Bam. Und einmal mit viel Liebe. Bam. Fertig. Ich habe fertig. Muss nur noch hier Außenlinie ist. 2 mm zu lang. Zu groß sein. Mächtig groß. Voll krass, Alter. Manche sitzen gerade da wie bei Harry Potter. Das ist ja Zauberei. Nee, so schwer war es nicht. Wenn man dann die Linien halbwegs gerade gezogen kriegt, ist das alles kein Problem. Schiene ziehen, Schiene ziehen, da 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 da. Für die Platz die Schiene ziehen, da 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 da. Juhu. Das alles ist meins. Wow, das alles bin ich. Das gibt's nirgendwo anders. Nur hier. Damit übertreibe ich nicht mal. Den nehmen wir als erstes mal als Anschlussstück. Du stellst dich so hin. Dann können wir loslegen, würde ich sagen. So, so, so und so. Bei uns Schäfern ist das so. Könnten wir das? Ja, könnten wir, aber machen wir nicht. Gut, dann bauen wir es so. Juhu! Hast schon, gell? Ich werde einen Moment lang die Füße hochlegen. Ja, mach das. Welches Quadrat machen wir als erstes? Das hier unten. Gut, dann muss ich jetzt halt. Ah. Ha, wie halt. Oh, Susanna, wie ist das Leben schön. Den muss ich ja so setzen, sonst kommt das alles nicht hin. Bam, 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 bam.
Der muss noch hier hin, der muss darüber gezogen werden und der hier hin. Und dann können wir den so hinbauen. Und dann haben wir das Quadrat gebaut. Die Mitte wird natürlich nochmal ausgefranst, ist klar. Also das hier kommt auf jeden Fall schon mal weg, das kann ich ja schon mal garantieren. Und das ist auf jeden Fall zu wenig, weil wir wollen da alles drin haben. Mein Plan ist auch erstmal hier ordentlich was aufzubauen, ja, in die neue Welt zu gehen, dann das hier ordentlich zu versorgen und dann erst die anderen DLCs abzuarbeiten. Also wir haben ein bisschen was vor. Gut, wir fangen an. Bam Nummer 1. Um noch mehr Holz zu bekommen, wird diese Verteilung hier aufgebaut. Den könnte man so nehmen. Halt, wir können doch hier schon bauen, komm. Manchmal. So. Zack. Muss ja jetzt hier keine Wissenschaft sein. Mein Gottchen, nee. Den Bam so und dann können die doch hier schon immer ordentlich Gipi machen. Damit der da schon ein bisschen was zu tun hat, wenn er da schon steht. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal eine Stadt, sonst wird das hier heute nichts mehr. Zack. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Mehr geht nicht. Mehr kriegen wir hin. Ja. Wer ist nicht drin? Jo. Bereit für neue Befehle! Jetzt brauchen wir Leute. Mal Holz, Junge! Neue Befehle? Apropos, hier unten war links, ne? Sir Archibald Blake. Ja, ja, genau. Ich auch. Fischabteilung hier hinten hin? Ja, hier hinten haben wir noch Platz. Da können wir dann, sobald wir irgendwann mal Holz haben, dann kann es hier losgehen. Ein bisschen mehr Holz wäre nicht schlecht. Mehr Holz? Mehr Holz. Ja, mehr Holz. Bist du schon da? Ja. Admiral auf der Brücke! Gleich ist mal Items kaufen mit den 12.000, die wir haben. Oh, endlich kann ich mal diese Winde erfrischend, wie ein feuchter Schwamm. So, erstmal kurz ein bisschen, damit die Industrie hier anläuft. Weil das müssen wir ja heute noch hinkriegen. Wir müssen nämlich die Kurve kriegen. Achso, ich holte ja die Dings, obwohl. Wenn wir das hier, wenn wir den vorerst ein bisschen rüberschieben, dann ist das doch viel besser. Ja, dann passt das hier viel lustiger. Genauso hatte ich mir das nämlich gedacht. Zack. Könnten wir den theoretisch hier noch einsetzen? Nein, das war zu viel gedacht. Mal sehen, was macht die Konkurrenz? Na? Schon Bürgerbrauchkeller gebaut und alles? Können Sie hier gleich den Aufstand machen? Ach nee. Wo wohnt denn der Anarchist? Hier. Da ist er. Mit seiner hochprofessionellen quadratischen. Eins ist besser. Das behaupte ich immer. Wir brauchen mehr Häuser, sonst geht das hier nicht. Ja, ja, wir arbeiten dran. Flaggschiff steht zu Diensten. Jetzt ist Holz da. Unbegrenzte Macht. Na also. Jetzt kommen die Arbeitskräfte. Arbeitskraft. Ja, ja, wir arbeiten dran, entspann dich mal. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, ja. Admiral auf der Brücke! Das Dorf. So, haben wir jetzt schon ein bisschen Dings in Reserve? Na, nicht wirklich. Aber sollte reichen. So, damit das hier ordentlich funktioniert.
Wirtschaftsmäßig bauen wir uns erstmal mit Dings hier auf. Haben wir eigentlich genug? Das könnte also wunderbar funktionieren. Naja, ist ein bisschen schade, dass wir die ganze Außenlinie hier verlieren. Wenn das Ding 1 mm drüben wäre, dann hätten wir es perfekt hier mit der glatten Linie. Das fände ich halt schön. Ba 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 ba. Ba ba. Ba ba ba. Wie machen wir es denn? Einfach und sinnvoll? Einfach und sinnvoll. Einfach und sinnvoll. Na komm, kopieren wir das auf die andere Seite. Bauen ihn hier. Kopieren den und den so und hämmern den einfach in die Mitte. Fürs Erste. Dann machen wir nämlich hier auch nämlich so eine Linie. Das klappt zwar hier nicht so wunderschön, aber das wird schon. Ja. Wird keine Masterarbeit, sehe ich jetzt schon. Stelle ich die hin oder stelle ich die einfach ein weiter nach unten? Warum stelle ich die einfach nicht ein weiter nach unten? Zack. Zack. Muss ich nochmal gar nicht so weit treiben. Kann ich den hier hinsetzen? Muss aus allem eine Wissenschaft machen, kann das sein? Ja, ich glaube auch. Sehr schön. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Ja, ich arbeite dran. Entspann dich, Süße. Komm, dann nehmen wir den anderen auch so. Dann sehen die parallel aus. Das spart nochmal ein bisschen Platz. Häuser bauen. Nicht vergessen. Ich vergesse immer zum Anfang Häuser zu bauen. Das ist furchtbar. Rums. Jetzt geht's weiter. Noch einen als Reserve. Jo. Also, Arbeitskleidung brauchen wir erstmal nicht. Flaggschiff steht Das zu sollte Diensten. erstmal nicht großartig das Ich bin Problem wirklich sein. verärgert. Ja. Sei mal nicht zu verärgert. Wir müssen jetzt hier zusehen, dass wir Häuser reinkriegen. Und zwar in nicht geringer Menge. Und zwar bevor uns das Geld ausgeht. Wollen Sie uns das Ich Leben? hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Ja, eine ehrliche Arbeit, da bin ich dabei. Wir werden auf Sie anstoßen. 20 Wolle, ja, die brauchen wir ganz dringend. 20 Wolle. 20 Wolle bräuchten. Der war gut. So, Einfluss. Müssen jetzt hier nebenbei erstmal die Null hinbekommen. Können uns nebenbei überlegen, ob wir schon mal so eine Reihe hier Sie haben ein neues höher Zwischenziel gehen. erreicht. Holzproduktion momentan nur auf 4. Könnten wir rein theoretisch auf 5 erhöhen? Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Bauen wir den hier so daneben. Dann können wir von der Theorie hier. Wie baue ich den denn? Können wir nämlich noch einmal mehr Holz machen. Können wir den nämlich auch darüber ziehen. Bisschen so verteilen, dass es hier noch irgendwie sinnvoll aussieht. Was wir dann dazwischen stellen, weiß ich noch nicht. Fakt ist, das nächste, was wir jetzt erstmal bauen, ist eine Feuerwehr, bevor uns hier die Welt abfackelt. Ja, die muss erstmal hier stehen. Dann bauen wir noch ein Wirtshaus daneben. Damit die Leute noch ein bisschen Zufriedenheit dazu bekommen.
immer schön Holz. Flaggschiff erwartet Anweisungen. 50 mal das, 50 mal das. Wollte ich gerade sagen, aber ist ja nicht. Nur 20. Dann können wir das nochmal verkaufen gehen. Und dann müssen wir zusehen, ob wir noch Schnaps ranbekommen. Und zwar möglichst bevor uns das Geld ausgeht. Und das wird jetzt tricky. Wo stellen wir die Schnapsabteilung hin? Die kostet jetzt nämlich auch nochmal Geld. Hier wäre rein theoretisch Platz. Stellen wir die hier einfach mit lang. Frage ist, wie teuer ist so ein Schnapsfeld? Also wie breit, wie lang? Da müssen wir jetzt gerade mal kurz gucken. Je nachdem richtet sich das. Der würde also theoretisch hier hinpassen. Das würde also auch so von der Theorie her ganz gut passen. Fürs Erste.